Ich komme ja aus Worms und deswegen erzähle ich euch Heilige Geschichte aus meiner Heimat. Also, ich weiß jetzt die Geschichte von den Nibelungen. Genauer gesagt, vom Siegfried von Dumm. Es war ja so, dass der Siegfried nach Worms gekommen ist, wollte sich mit denen klubben. Handy gesagt, pass auf, das ist vollkommen aussichtslos mit dir. Wir machen das ganz anders, das ist ja für die Katz. Du bleibst da, kann ich einfach bleiben, ohne Kampf. Krieg ich meine kleine Schwester, die Kriemhild, also das hat der Gunda gesagt, der König von Burgund. Und davor fährst du mit mir nach Island und schaffst mal die Brunhild. Aber hätten sie das gemacht, wenn wir den Tornumhang, den der Siegfried schon vom Alberich kriegt hat, wenn sie dann die Brunnen überlischt und haben die dann mitgebracht. Nur Worms, das war natürlich für die nicht so prickelnd. Die macht sich nichts aus, wenn sie wollt. Dann geht's jetzt zu mir. Und ist dann dieses Alter, wie ihr Priebel, ist ja klar. Das Ende vom Lied war dann, eines Tages, als sie auf die Jagd gehen wollten, da war dann der Hagen zu der Krimmel gesagt, pass auf, dein Kerl, klar, der hat den Drache besiegt, der hat im Dracheblut gebadet, der ist unverwundbar, wie seiner Schlangenhaut. Aber pass auf, an einer Stelle ist ja auf sein Ricke so Lindeblatt gefallen und da kann er ja getroffen werden. Und dann ist er hops. Aber wenn du dem jetzt aber einen Kreis auf sein Hemd näht, da könnte ich ihn ja viel besser beschützen, wenn ich wüsste, wo die Stelle ist. Ja, ich will kurz auch noch gemacht. Und dann war es das. Dann war er tot.